Ich bin Thorsten Born und ich leite bei Steinl die Produktentwicklung. Speziell bei Renovation von Gebäuden habe ich natürlich das Problem, dass Kabel eigentlich nur im Sinne von Stromversorgung irgendwo liegen und ich eben nicht in der Lage bin, auch noch Kommunikationsleitungen zu ziehen. In dem Fall muss ich drahtlos kommunizieren und das möglichst so, dass es über mehrere Räume hinweg und mehrere Wände womöglich sogar hinweg immer noch sicher funktioniert. Und das geht unter anderem eben sehr gut mit einem Bluetooth-Mesh-Netzwerk, also nicht mit einem direkten Bluetooth-Netzwerk, wie man es vielleicht aus dem Auto kennt, wo nur direkt miteinander kommuniziert wird. In einem Mesh-Netzwerk habe ich den Vorteil, dass jeder Knoten im Prinzip auch die Daten von einem anderen weiterreichen kann und damit die Reichweite unglaublich erhöht werden kann. Und das ist besonders für Renovierungsarbeiten in Gebäuden sehr interessant. Wir haben uns für Bluetooth entschieden, weil mein Handy spricht nur Bluetooth und Wi-Fi. Wi-Fi braucht so viel Strom, also hat sich Steinl für Bluetooth entschieden und Bluetooth Mesh eben, damit man eine möglichst große Reichweite hat. Das wird jetzt auf alle Steinl-Produkte in Zukunft ausgedehnt, also auch die Endanwenderprodukte, alle Sensoren, die neuen aus der Control Pro 2 Serie, werden alle Bluetooth an Bord haben und können darüber eben ihren Status und ihre Daten an ein zentrales System kommunizieren oder eben einfach nur steuern. Connected Lighting ist selbstverständlich in erster Linie das Thema, wie spare ich möglichst viel Energie. Das heißt, es reicht nicht mehr nur die Information eines einzelnen Sensors auszuwerten. Ich muss tatsächlich die Gesamtmenge der Sensoren berücksichtigen. Ich weiß, in einem Büro ist noch jemand und arbeitet, dann werde ich im Gang die Beleuchtung vielleicht nicht ganz ausschalten, sondern nur etwas dimmen. Diese ganze Logik lässt sich wunderbar mit einem Bluetooth-Mesh-Netzwerk zum Beispiel abbilden. Das wäre ohne diese Verknüpfung nicht möglich. Für Building Intelligence ist der Vorteil natürlich, dass jetzt endlich die Daten von allen Sensoren eingesammelt werden können und an einem zentralen System übergeben werden können. Wie das dann hinterher die Daten auswertet, in einem Backnet-System zum Beispiel oder in einer Cloud. Mit den neuen Sensoren und den neuen Connectivity-Lösungen bin ich ein Stück Teil der Zukunft von Steinl und von intelligenten Gebäuden. Darauf bin ich sehr stolz.